Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 2. Wir sind hier wieder mitten im Kampfgeschehen. Wir hatten das letzte Mal versucht schon unseren Hafen zu errichten, müssen jetzt allerdings wieder den Rückzug anziehen oder hinnehmen, weil wir angegriffen werden. Aber hier oben klappt es ja eigentlich weiterhin ganz gut. Mit der Zerstörung des Drachenlagers, die wir in der letzten Folge schon etwas vorangetrieben hatten, indem wir diese massenhafte, diese vielen, vielen Bauernhöfe zerstört hatten. Was darf ich tun? So, erstmal kurz hier die Leute heilen. Meine Greife, wir hatten ja einen verloren gehabt. Was soll das? Ja, die machen es mir nicht leicht mit meinem Hafen. Ich habe ja jetzt kein Gold mehr und ich wollte das eigentlich nutzen. Eigentlich nutzen, um hier schon die Transportschiffe zu errichten. Aber ich denke mal, da fehlt mir noch was, weil hier ist noch nicht viel los. Muss ich mal schauen. Hallo. Ah, die nerven mit ihrem Erdbeben. Sie greifen die Stadt an! Milord? Ja, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber es ist immer wieder dasselbe quasi. Hier will ich ja eigentlich nicht angreifen. Können wir erstmal gucken, wie es hier eigentlich hier aussieht? Kommt mal mit. Es geht ja eigentlich um das Portal. Dass wir das vielleicht schon mal ein bisschen freiräumen. Ja, ich kann kein Transportschiff bauen. Also es fehlt definitiv noch was. Also die Stellenmäßigkeit, also hier müssten wir wahrscheinlich dann den nächsten Hafen bauen ungefähr. Die lassen absolut den Hafen nicht in Ruhe. Also es scheint zumindest schon mal der richtige Weg zu sein, ne? Sie greifen uns an! Wusste gar nicht, hatten die mich das letzte Mal auch angegriffen? Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Versuchen wir die jetzt erstmal hier platt zu machen. Ja, Damage geht eigentlich, den zu machen. Sie greifen die Stadt an! Naja, ich hätte nicht zu früh loben sollen. So, wir legen mal los. Indem wir hier nochmal Verstärkung mitholen. Die Verletzten gehen jetzt mal wieder zurück. Aber ein paar haben wir ja schon beseitigt, ne? Viele sind da jetzt nicht mehr in der Mitte, um das Portal herum. Sie greifen die Stadt an! Und wieder mal wird mein Hafen angegriffen. Ich weiß nicht, was sie mit dem haben. So, jetzt machen wir einfach mal ein paar neue Greife, ist mir jetzt egal. So, wir brauchten eigentlich den hier. Eure Majestät ist mir eine Ehre. Was darf ich tun für den König? Sehr gut. Gebieter, in eurem was darf ich tun für den König, eure Majestät? Erstmal hochheilen, dass wir hier auf der sicheren Seite sind. Sie greifen die Stadt an! Ja, und der Hafen ist zerstört. Ich weiß nicht warum. Also die ganze Zeit diese blöden Erdbeben, die sie da loslassen.
Nur um zu verhindern, dass ich irgendwie an das Gold hier komme. Naja. Wir versuchen mal weiterhin das Portal freizuräumen. Da wir es ja mit der Seite vom Drachenlager ganz gut geschafft haben eigentlich. Versuchen wir jetzt erstmal die ganzen Magier hier zu zerstören. Geh mal hier aus der Schussrichtung. Geh, 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 geh. Ehe die sich mal bewegen, das dauert immer extrem lang. Komm, macht weiter. Nicht nachlassen. Sie greifen uns an! Sehr gut. Eigentlich nur noch der. Und dieses... Ja, komische Ritus-Teil, was da noch steht. Ihr könnt eigentlich auch hier hoch. Wir können mit dem Teil gar nichts machen. Müssen wir das wirklich über Land angreifen? So wie ich es dachte? Vielleicht wollen die ja gar nicht, dass es so einfach gemacht wird, ne? Dass du wirklich... erstmal über Land angreifen musst, bevor du da überhaupt irgendwas machen kannst. Erstmal reißen wir das nieder. So, und dann kümmern wir uns um den Rest. Da haben wir zumindest schon mal die Mitte hier frei. Sehr gut, ihr könnt jetzt eigentlich nach unten gehen. Könnt das nicht angreifen, ne? Naja, die Türme, die haben es noch so ein bisschen in sich, die dort sind. Deswegen will ich da nicht direkt mit reinrennen. Ja, sehr unproduktiv. Lass mal kurz heilen. Meine verletzten Greife. Mittlerweile könnt ihr ja wieder mal diesen Bohrturm angreifen, der wieder mal errichtet worden ist. Ihr kommt gleich mit runter. Wieder sehr ungünstig. So, jetzt überlege ich mir noch, ob ich eventuell als nächstes ins Drachenlager gehe oder nach unten renne. Da, wo die ganze Zeit diese nervigen Erdbeben stattfinden. Versuchen wir mal. Es sind sehr viele Türme. Gehen wir lieber erstmal nach unten. Ich mag die Türme nicht. Überhaupt nicht. Schon die ganze Zeit nicht. Ja, hier haben wir zwar auch ein paar Fernkämpfer mit dabei, aber ob die jetzt so gefährlich sind, der ist auf jeden Fall nervig. Der könnte auch diese ganze Zeit diese nervigen Erdbeben gemacht haben. Ja, jetzt jagt man hinterher. Jetzt reicht's hier. Vielleicht da weitermachen. Du weg. Sehr gut.
Das ist der nächste. Alles, was mir gefährlich wird, wird jetzt hier zerstört. Sie greifen uns an! Naja, ich bin mir noch unschlüssig, was ich zuerst angreife, aber Fernkämpfer weg wären schon nicht verkehrt. Aber die Kaserne müsste ja eigentlich auch weg, ne? Halt erstmal. Bis die Verstärkung wieder zurück ist. Sehr gut. Ach, da haben wir den nächsten verletzten Greif. Na, bisher sieht es doch ganz gut aus, ne? Keine Probleme da unten soweit. Vielleicht haben wir dann Glück, dass wir endlich mal in Ruhe den Hafen aufbauen können, ohne dass ich ständig von irgendwelchen Erdbeben belästigt werde. So, immer drauf, los, komm. Gleich müsste der Hafen kaputt sein. Sehr gut. Sie greifen uns an! Naja, es ist halt immer noch ein bisschen schwierig, ne? Wegen dem Drehen und Kämpfen und allem. Zerstört ruhig erstmal alles, was ihr dort finden könnt. Die haben es verdient. Dem, was sie mit meinem Hafen angestellt haben. Ich will ja eigentlich größtenteils auch verhindern, dass die jetzt immer weiter Öl klauen, weil wir brauchen ja selbst für das Transportschiff brauchen wir ja eigentlich Öl, und wenn die uns alles klauen, haben wir da sehr, sehr wenig Chancen, irgendwie in die Mitte zu kommen, um die Mission zu beenden. So, einmal rüber. Was darf ich tun? Was darf ich tun? Genau, mit dorthin. Ha, jetzt kommen sie leichter an die Ölraffinerie. Das war nicht der Plan. Na, erstmal auf die Bogenschützen. Kommt, weiter, weiter, weiter. Nächster, bitte. Erstmal alle blutrünstig gemacht hier. Sehr gut. Fernkämpfer sind jetzt erstmal beseitigt. Ja, und... ja. Sehr gut. Ja. Nur noch die Bauernhöfe und der Rest der Siedlung, der da noch weggemacht werden muss. Ansonsten haben wir ja jetzt schon mal gute Chancen, ne? Also viel Widerstand besteht dort nicht mehr. Aber ich würde sagen, ich beende das erstmal an dieser Stelle. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und sage schon mal bis dahin, euer Buddy und ciao.